Am Freitagabend blockieren Klimaaktivisten der letzten Generation den Verkehr in München. Am Karlsplatz, auch Stachus genannt, legen die Protestierenden den Verkehr lahm. Doch die Passanten sind immer genervter von den Protesten und das lassen sie die Klimaaktivisten spüren, mit ungewöhnlichen Methoden. Die letzte Generation selbst teilt Aufnahmen auf der Kurznachrichtenplattform X, ehemals Twitter. Ein Mann nutzt seinen Motorroller. Er bläst den Klimaaktivisten die Abgase seines Gefährts ins Gesicht. Ein weiterer Mann greift zur Zigarette. Um seinen Frust zu verdeutlichen, pustet er seinen Rauch direkt auf die Aktivisten. Du hältst den Verkehr auf. Doch auch eine altbekannte Methode ist zu sehen. Die Blockierenden einfach aus dem Weg zerren. Dabei geht der Mann allerdings so aggressiv vor, dass andere Fußgänger eingreifen. Hey, stopp! Stopp! Zu den Videos schreibt die letzte Generation, Zitat, auf welcher Seite der Geschichte wirst du stehen? Und weiter, was wird unsere Gesellschaft erst tun, wenn Ernten ausfallen und das Wasser ausgeht? Und wenn du mal gefragt wirst, was du gegen die Klimakatastrophe unternommen hast, was wirst du antworten? Die Gruppe hatte bereits angekündigt, München zu einer Protesthochburg zu machen. Darauf reagierte die Stadt und verbot zukünftige Proteste teilweise.